Und da, wenn die sich gestritten haben oder wenn da oben was los war, dann musste der immer hin, um dort als Anwalt der Krone, wie sie in Kanada sagen, eine Gerichtsverhandlung abzuhalten als Staatsanwalt. Und wenn ich schon dabei bin, schlussendlich ist er verzweifelt. Er ist verzweifelt, wie sich die verhalten. Und wollte eigentlich den Job schmeißen. Und dann wurde er aber doch neugierig. Die Neugier hat dann gesiegt. Er wollte rausfinden, was ist denn da los, wie die ticken. Das geht ja gar nicht. Und ein Resümee von ihm war dann, er hat dann im Laufe der Zeit drei Bücher geschrieben, war, dass es in Kanada zwei Leute gibt, die Weißen und die Roten. Und beide haben nicht die Spur einer Ahnung gegenseitig. Und sie ticken völlig verschieden. Aber das war der Beginn einer fetten Reise von ihm, die dazu geführt hat, dass er einiges in der Rechtsprechung auf Reservaten in Kanada und später auch sogar noch woanders verändert hat, oder dass sich da was verändert hat. Und jetzt zurück in seinem zweiten Buch oder ersten, weiß ich nicht mehr, schreibt er am Anfang sinngemäß, ihr werdet mich nicht dabei ertappen, dass ich sage, der und der hat das gesagt. Denn das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mir jemand gesagt hat. Das Einzige, was ich weitergeben kann, ist das, was ich gehört habe. Und ich dachte mir, boah, wie cool. Wenn einer schon ganz am Anfang so einen Unterschied macht, dann schaut er genau auf die Welt und dann will ich auf jeden Fall mir sein Buch reinziehen und wissen, was der sonst noch da drauf hat. Und das will ich hier auch sagen, das geht nämlich natürlich allen Menschen so. Und ich beziehe auch Lesen mit ein, denn das ist nicht viel anders. Alles, was ich lese oder was ich höre, das ziehe ich durch meinen Raster. Und der Raster ist, weiß ich nicht, heute Abend ist er so, morgen kann er schon anders sein. Deswegen sage ich auch oft, heute sehe ich das auf jeden Fall so, morgen wer weiß. Und also das hat keine Gültigkeit über mich hinaus und schon gar nicht hat es Gültigkeit über unsere Wildnisschule hinaus. Da gibt es auch verschiedene Vorgehensweisen und so. Nur weil wir alle eine Wildnisschule haben, bedeutet das nicht, dass wir da, dass alle das genauso sehen, wie ich jetzt ein paar Dinge erzählen will. Und ich fange gerne so an, weil es trifft komplett die Tatsache, es ist so, wie es ist. Und die Idee, ja hör mal, ich rede doch Deutsch. Da muss mich doch jeder verstehen und das kommt genauso an, wie ich es mir denke. Das ist eigentlich in dieser Welt nicht möglich. Also, das ist meine Geschichte. Und es hat doch mit Geschichte zu tun. Ich erinnere mich gerade, ich bin ja immer noch in Ausbildung in Neumexiko. Und wenn ich da einreise, dann fragen die am Zoll immer, was machst du denn hier? Geschäftlich oder privat? Und ich sage privat und was machst du denn? Und ich sage, ich nehme an einem Seminar teil. Und dann sagt er, ah, cool, wie toll. Was machen Sie denn da? Worum geht es denn da? Und ich sage immer, Geschichte, es geht um Geschichte, es geht um Handwerk und es geht um Musik. Das ist das Beste, wie ich beschreiben kann, was wir dort, der Joscha ist ja da auch dabei, bei diesem Mann lernen. Und dann sagen die auch immer, ah, cool. Und Geschichte ist etwas, was jetzt auch stattfinden wird. Wir gehen rein in die Vergangenheit, um zu gucken, wie denn das alles gekommen ist. Und ein Punkt, den ich da machen will, ist,
wie sehr wir, als wir nach Nord- und Südamerika rein sind, wir von der anderen Seite vom Atlantik, was da angerichtet worden ist und wie sehr das sich ausgewirkt hat auf die ganze indigene Bevölkerung von Nord- und Südamerika. In der Zeit damals, auch schon bevor Amerika entdeckt worden ist, waren wir ja schon in Afrika. Und da hat der Papst schon eine sogenannte Bulle rausgegeben. Das sind so Anordnungen vom Vatikan, was da zu tun ist und wie man sich verhält, wenn man jetzt in neu entdeckte Länder kommt. Und da gibt es eine ganze Liste von Bullen im Internet, da könnt ihr gucken. Und die eine, Dum Diversas heißt die, mit ihr erteilte Papst Nikolaus V. am 18. Juni 1452 und dem König Alfons von Portugal die Erlaubnis, die Länder der Ungläubigen zu erobern, ihre Bewohner zu vertreiben, zu unterjochen und in die ewige Knechtschaft zu zwingen. In der päpstlichen Bulle vom 8. Januar 1955 griff dann Nikolaus V. das nochmal auf für die Eroberung und Versklavung aller heidnischen Länder. In Amerika, als Kolumbus rüber ist, ein Jahr später schon, gab es die nächste Bulle, die sich darauf bezogen hat. Da musste auch die Welt ein bisschen aufgeteilt werden. Der hat das dann der Papst aufgeteilt zwischen den Spaniern und den Portugiesen und hat von oben nach unten, von Norden nach Süden, quasi einen Strich gezogen, um so die Hemisphären, die Einflusssphären aufzuteilen. Und da kam es dann nochmal genauso raus. Da hieß es, wenn eine christliche Nation irgendwo ein Land entdeckt, in dem es keine Christen gibt und auch keine andere christliche Nation, die schon da ist, dann kann man die Dann steckst du, wie wir das immer gemacht haben, einen Stock rein mit deiner Fahne und dann sagst du, und hiermit nehme ich dieses Land in Besitz und damit gehört es dieser Nation. Und du nimmst alles in Besitz, quasi was da kreucht und fleucht. Das hat auch mit den Leuten zu tun. Das heißt, alle Menschen, die da sind, weil sie keine Christen sind, klar, und wie sollten sie auch, werden auch, gehören auch dir, haben keine eigenen Rechte. Wenn keine anderen Christen da waren, obwohl das Land voll war mit Leuten, da die aber keine Rechte hatten, wurde das Land für leer erklärt. Terra nullius. Das musst du dir vorstellen. Ich kenne die Geschichte schon lange und vielleicht vor 20 Jahren konnte ich im Fernsehen in den Nachrichten hören, dass der Premierminister von Australien, ungefähr vor 20 Jahren, offiziell
seitdem sie Australien so behandelt haben und die australischen Ureinwohner so behandelt haben, öffentlich das erste Mal festgestellt hat, sich entschuldigt hat im Namen von Australien, um zu sagen, dass das doch nicht ganz gestimmt hat. Da waren schon Leute da. In der Jetztzeit. Ja. Das Ganze nennt sich Doctrine of Discovery. So, empty, terra nullius. Und es gehört dir. Und als jetzt zum Beispiel, ich glaube 1823, gab es einen Fall, da hat irgendjemand von indianischer Seite geklagt gegen einen Nicht-Indianer. Ich habe vergessen, worum es da ging. Aber auf jeden Fall hat der Supreme Court, damals der Richter XY, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, sich bezogen auf die päpstliche Bulle von 1453, 1823, und hat klargestellt, dass der Kläger, weil er indigen ist, keinen Rechtstitel hat. Und von dieser Zeit an wurde diese Doctrine of Discovery auch in deren Gesetzeswerk aufgenommen. Als, ich glaube, das war jetzt dann 2007 oder wann, also vor kurzer Zeit erst, es eine Klage gab von Oneidas, einem Stamm, der zu den Irokesen zählt, im Bundesland New York, hat der Richter sich auch darauf bezogen. Und das ist Gesetz. Dazu kommt, dass die Einheimischen in Nordamerika, in Australien, wo das halt überall war, dass die nicht richtig zu den Menschen zählen. Sie zählen zur Bevölkerung. Das Wort, das in der UNO die Nomenklatur bis 2007 war, ist Bevölkerung, Population. Du hast eine Population von Rothirschen, du hast eine Population von Fischen, von Eichen da hinten und du hast eine Population von Menschen. Diese Menschen, weil sie Population sind, die sind auf Englisch People and not Peoples mit S, gelten für die nicht die Menschenrechte. Gelten für die offiziell nicht die Menschenrechte. Überleg dir das mal. Kanada, USA und so weiter. Das Ganze wurde, die Einheimischen in Nordamerika brauchten erstmal lange, bis sie draufkamen, was da überhaupt läuft und wie das geht und dass nur weil das S fehlt, sie keine richtigen Leute sind und so weiter und so weiter und so weiter. Das haben sie natürlich jetzt inzwischen alles rausgefunden. Und das ging, wie gesagt, bis 2007. 2007 gab es ein Gesetz und da wurde das geändert. 13.09.2007. Seitdem sind sie auch richtige Leute und haben auch Anspruch auf alles, was die anderen auch haben. So, ich finde das, also es ist so der Hammer und gleichzeitig ist der Hammer, dass das keiner weiß oder kaum einer weiß. Ja. Und damit leben die ganze Zeit, damit werden die auch die ganze Zeit behandelt. So also behandelt. Und ich habe das ja gesehen.
Ich bin ja jedes Jahr in Kanada und treffe da auch meine indianische Freundin und bin da oft mit ihr unterwegs. Und es ist einfach so, dass meistens die indianischen Leute noch nach den Schwarzen kommen. Die Schwarzen haben schon nicht leicht und dahinter kommen dann die Einheimischen. Ja, so das war die ganze Zeit bis jetzt hoch, dass die darunter gelitten haben. Wie sehr sich jetzt da was geändert hat, darüber bin ich nicht informiert, aber das war jetzt eine ganze lange Zeit. Und natürlich bin ich jetzt nicht darauf eingegangen, als wir rübergekommen sind, also die Spanier zuallererst, wie sich die aufgeführt haben. Das war eigentlich überall. Es war überall, das war unfassbar. Und ich habe ein Dokument reingestellt, wer das lesen will, American Holocaust, The Conquest of the New World. Ich habe es nicht auf Deutsch gefunden, aber das ist die Versklaverei, die war unfassbar. Und die Taten, die da passiert sind, die waren auch unfassbar. Damit du dich nicht so plagen musst, nur ein ganz kleiner Auszug daraus. Beim Zusammenhauen der Einheimischen haben sie geübt, dass du, wenn da die Mutter stand und das Baby auf dem Arm hat, dass du mit dem Schwert möglichst, wenn du zustichst, das Baby und die Mutter auf einmal erwischt hast. Okay, solche Sachen. Das war schon der Hammer, aber das war natürlich nicht nur da so, sondern überall war das so. Zur selben Zeit lief dieselbe Show in Afrika, in Asien, wo auch immer. Als ich das erste Mal in Afrika war, in Südafrika, sind mir gleich Bücher in die Hand gefallen. Und da habe ich dieselben Geschichten gelesen wie aus Nordamerika, verursacht von denselben Leuten zur selben Zeit. Ja, das war mal so ein Ding. Dann gab es auch noch etwas, das Sie in Amerika haben, in den USA. Das heißt Manifest Destiny. Manifest Destiny. Und das soll heißen, ein von Gott geleitetes Recht zu erobern. Das hat sich ein Journalist ausgedacht. 1845. Der Herausgeber von irgendeinem Magazin. Und zwar, das war eine Zeit, da haben die sich gerade Texas einverleibt. Texas gehörte zu Mexiko. Die Spanier waren ja zuerst da. Und wenn du dir mal vorstellst, die Spanier, die kamen hoch bis fast zu den oberen Seen. Die kamen an der Pazifikküste hoch, ganz Kalifornien, hoch ein Stück nach Oregon. Und es gibt sogar eine spanische Stadt in Alaska. So weit sind die mit ihren Schiffen hoch. Valdez, diese Stadt oder dieses Dorf, wurde in den 80er Jahren bekannt, weil da ein fetter Tanker umgekippt ist und da Öl ausgelaufen ist. Die Exxon Valdez. Die Uralten werden sich daran erinnern. So, das war alles Spanisch. Und als die Spanier dann nicht mehr die Gewalt hatten, wurde es mexikanisch. Also gab es Krieg mit den Spaniern und die Mexikaner wurden unabhängig. Und da war schon die kleinen USA, die ja nur aus 13 Staaten an der Ostküste bestanden, die waren dann schon fett unterwegs, um sich zu vermehren und haben sich da Texas
gegriffen mit dem kleinen Krieg. Und als der vorüber war und Texas annektiert wurde, da kam diese Idee auf, noch mehr zu holen. Und dann war die Idee, ja, wir müssen zum Pazifik und so. Und dann hat sich dieser Journalist das ausgedacht. Und das hat die ganzen Massen, das hat in den ganzen Siedlern komplett gepasst. Genau, das ist es. Und von Gott ist es auch. Und es gab sowieso so eine Idee schon von früher, dass das Land einfach nicht brach liegen darf. Das ist eine Sünde. Das muss urbar gemacht werden, diese ganze Nummer. So das alles zusammen. Seitdem haben die tatsächlich so ein bisschen in sich, sie machen das zusammen mit einer höheren Macht und das gehört sich so. Und wenn ich das alles lese zum Manifest Destiny, was im Netz steht, dann finde ich auch, dass sie das nicht nur gemacht haben, als dann sie am Pazifik waren und Amerika ein Staat war. Das haben sie dann gemacht, um weiter nach Mexiko reinzugehen, denn sie haben sich aus Mexiko dann auch ganz viel Land geholt. Ganz Kalifornien, Arizona, Neumexiko und so weiter und so fort. Und eigentlich haben sie dann diese Idee bis heute behalten und betrachten das sowieso ein bisschen als ihren Auftrag. Der eine schreibt in seinem Bericht, aus demselben Grund sehen sie das auch, dass sie die Ersten am Mond waren. Oder so. So, das geht weiter, das hört nicht auf. So, aber darunter damals natürlich hatten die auch schwer zu leiden. Es haben 95% der einheimischen Bevölkerung hat nicht überlebt, hat den Kontakt nicht überlebt. 5% haben überlebt. Da sind sich jetzt die meisten darüber einig. Und man darf sich nicht vorstellen, dass das alles so war, dass das Kriege waren, dass das Militär der Vereinigten Staaten dauernd diese Kriege geführt hat. Das haben die natürlich auch gemacht. Aber das waren einmal auch Krankheiten, die die Einheimischen überhaupt nicht vertragen hatten, die die Europäer schon hatten, dort aber völlig neu war. Und natürlich hat man das auch ausgenutzt und hat die Krankheiten mit Überdecken und sonstige Sachen denen weitergegeben, dass sie das auch kriegen. Und was auch kaum jemand so schon mal gehört hat, viele Tote gab es auch durch die Siedler. Durch die ganz normalen Leute, die jetzt da waren, die wollten da ihr Land haben, Urlaub machen, ihre Farm haben und leben. Aber leider Gottes waren die ganzen Leute noch da. Also hast du da auch was als Siedler immer angezettelt, um da Leute platt zu machen. Jetzt haben noch ein paar Mal Land dazu. Die waren ja nur an der Ostküste. Und da waren die Appalachen, die Engländer, als die noch das Sagen hatten, haben gesagt, die Appalachen, das ist die Indianergrenze. Wir gehen nicht weiter nach Westen rein. Aber das haben die Amis natürlich gleich aufgehört und sind weiter rein. Und dann gab es Krieg. Quasi den Ersten Weltkrieg, da ging es darum, ob die Franzosen die Welt beherrschen oder die Engländer. In Europa hieß das der Siebenjährige Krieg, drüben hieß es The French and Indian War. Und dann haben bekanntlich die Engländer gewonnen. Und die Franzosen waren aber viel früher in ganz Nordamerika als die Engländer. Die Franzosen, die sind oben im Norden über den St. Lorenz-Strom rein, die ganzen oberen Seen durch und dann den fetten Mississippi runter bis Neu-Orléans, New Orleans. Und da dieser große Streifen am Mississippi entlang, ein Riesengebiet, was keiner genau kannte, wo auch noch nie überall Weiße eh schon mal drinnen waren, das hieß Französisch, das war Französisch. Und da die Franzosen verloren haben und ihr Geld brauchten und das auch nicht mehr halten konnten, haben sie das den Amis verkauft. Das war der Louisiana Purchase. Das ging, dieses Gebiet geht von der, ein Stückchen noch in Kanada über die kanadische Grenze und dann in einem riesigen breiten Streifen runter bis zum Golf von Mexiko. Das kam dazu, dann kam Texas dazu und dann haben sie
nochmal einen Krieg angezettelt gegen Mexiko. Und dann kam Kalifornien und Arizona, Neumexiko, Utah, diese Four Corner States und noch Teile von dem und von dem, ein riesiges Gebiet. Und dann war quasi die amerikanische Landmasse war dann voll mit nur USA. Aus dem Norden, da waren die Russen da. Alaska war russisch, russisch Alaska. Und das haben sie den Russen dann gekauft, ohne dass da jemals schon richtig jemand drin war. Die Russen selber waren nicht drin, die waren nur am Rand und auf den Aleuten. Die haben die Aleuten dazu verdonnert, dass sie die Seeotter fangen. Das hat fast den allen Aleuten das Leben gekostet und den Seeottern fast auch. Und das kam dann noch 18, weiß ich nicht, 67 oder so, kam das dazu. So war das ganze Land da und die Indianerkriege, die waren mehr oder weniger zu Ende. Die Leute waren entweder tot oder viele waren deportiert in andere Gebiete, wo sie noch nie gewohnt haben. Und das letzte Massaker, das es noch gab, das war 1898. Das sind Bigfoot mit ungefähr 300 Leuten, Männer, Frauen, Kinder. Die sind von einem Fest, von einem Tanzfest eigentlich zurückgekommen, auf dem Weg in ihre Reservation. Und irgendwie sind sie an Leute von der 7. Kavallerie geraten. Oder das waren die Bewacher, kann sein. 7. Kavallerie deswegen, weil das waren die Leute, die von den vereinten Cheyenne und Lakota und der Custer die Schlacht verloren hatten, wo es sehr viele amerikanische Tote gab. Unter vielen Schuss und am Ende haben alle geschossen und dann waren die meisten von diesen 300 Leuten waren tot, Männer, Frauen, Kinder. Und das war das letzte Mal, dass da sowas noch gewesen ist, kurz vor der Jahrhundertwende. Jetzt hattest du die alle da. Jetzt, was fangen wir denn mit denen an? Das Kriegsministerium war zuständig für die Reservate. Die Reservate, ich überlege gerade, ob ich so lange ausholen will, aber ich bin mittendrin, mal sehen, wie lange es dauert. Die Reservate sind eine besondere Nummer, weil sie sind tatsächlich nicht so richtig amerikanischer Boden. Und es gelten nicht alle amerikanischen Gesetze, weil sie eben indianischer Boden sind. Die haben eine eigene Polizei. Und was woanders in Amerika verboten ist, ist auf den Reservaten nicht verboten, weil sie eben nicht so richtig zu Amerika gehören. Und wenn Glücksspiel aus den paar Städten in den USA überall verboten ist, auf einem Reservat ist Glücksspiel nicht verboten. Deswegen findest du oft auch Casinos auf den Reservaten als Beispiel. Jetzt musstest du ja mit denen dealen. Du warst ja ein Ansprechpartner. Natürlich hat dann jetzt das Kriegsministerium indianische Leute eingesetzt, die Ansprechpartner für dieses Reservat, für dieses waren. Und diese Leute wurden vom Kriegsministerium ausgesucht und eingesetzt. Und die heißen bis heute noch Stammesrat. Viele und von uns denken, Stammesrat ist etwas, was die Indianer schon immer hatten und wo sie sich selbst verwalten. Nein, nein. Stammesrat sind die Indianer, die ich mir als Kriegsministerium ausgesucht habe, die das machen, was ich will. Sonst wird es ja nichts. Die anderen haben dann zu denen gesagt, sie sind Äpfel. Außen rot, innen weiß. Und seitdem es das gibt, hast du in jedem Reservat zwei Parteien, die sich feind sind, die dem Stammesrat angehören und dessen Clique, die sogenannten Fortschrittlichen, die Land verkaufen wollen, die Öl
bohren lassen wollen, damit Kohle reinkommt, die neuzeitlich und ist alles gut. Und die anderen, die Traditionalisten, die kein Land verkaufen wollen, die nicht die Rechte an die Peabody Company zum Kohlegraben und so weiter und so fort. Das hast du ungefähr in diesem Reservat diese zwei Parteien. Und jedes Reservat leidet auch darunter. Und du hast einen ewigen, also ewig Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wer schon mal im Reservat war von euch. Es ist nicht dritte Welt, es ist vierte oder fünfte Welt. Ja. Halbblut. Gibt es einen super Film, falls ihr euch der mal über den Weg läuft. Das ist die Geschichte von so einem Reservat. Es gab in den 70er Jahren im Pine Ridge Reservat Lakota, da war ein Typ, der vom Stammesrat war, der Chef. Und diese Reservate, die haben auch, weil sie nicht ganz US sind, auch eine eigene Polizei, eine Indianerpolizei. Nur wenn Mord ist, bei Mord kommt das FBI rein. Und sonst haben sie eine eigene Polizei. Und der hat sich so aufgeführt, der hat die eigenen Leute, das eigene Reservat so erpresst. Und das sind im Laufe der Zeit 50 Leute zu Tode gekommen, die Indianerpolizei, dessen Chef er war, da und dort immer wieder umgebracht, bis sie ihn dann rausgeschmissen haben. So, diese Reservatsgeschichte, jetzt sind sie alle in den Reservaten und es war eine harte Zeit. Und jetzt kommen wir in die 60er, 70er Jahre. Weil da hat sich dann nochmal richtig was gedreht. Mal gucken. Ging es los, dass Amerika und auch in Europa sich was getan hat. Es gab den Vietnamkrieg, es gab die ganzen Proteste gegen den Vietnamkrieg, es gab die Proteste ja auch in Berlin, in London, in Paris. Die Studenten an der Ostküste sind alle aufgestanden und haben demonstriert gegen den Vietnamkrieg. Und ich weiß noch, Berlin damals, Bürger runter vom Balkon, unterstützt den Vietcong, diese ganzen Geschichten, das lief ja überall. Und dann kam Flower Power, Hippie, quasi die Reaktion auf diesen Vietnamkrieg. Die ganzen jungen Männer in Amerika sind geflüchtet. Ich habe viele von denen in Alaska getroffen, die alle abgehauen sind vom Vietnamkrieg und da nicht eingezogen werden müssen. Und da hat sich da was getan, auch auf der indianischen Seite. Da ging es los, um auf sich aufmerksam zu machen. Da haben die einen, 69, glaube ich, war das, die haben Alcatraz besetzt. Das war so eine alte Gefängnisinsel, die jetzt leer stand. Und da kamen sie aber ins Fernsehen, in die Zeitung, alle haben darüber gesprochen. Und so, dann gab es diese United Caravan. Das sind sie insgesamt, glaube ich, viermal rund um die Vereinigten Staaten gezogen, einen Marsch. Ich weiß nicht, innerhalb ein paar Jahre haben sie das viermal gemacht, um auf sich aufmerksam zu machen. Da wurde AIM gegründet, American Indian Movement. Ich sage immer so, das waren die Bader Meinhof von denen. Das waren die auch zurückgeschossen haben. Und da war es auch so, dass, was ich gerade erzählt habe von Pine Ridge, die haben um Hilfe gerufen. Und es gab einen sehr bekannte indianische Figur, Chief Fool's Crow. 1800 Schnips bis 1989, glaube ich, er wurde knapp 100 Jahre alt. Das war ein sehr, sehr angesehener
Häuptling der Lakota, sehr angesehen bei seinen Leuten, sehr angesehen bei den Weißen. Der war im Weißen Haus, der kannte alle. Den haben sie quasi auch beide Seiten gehört. Der hat sich da zum Sprecher gemacht, um da was zu ändern. Dann gab es aber von denen, von dem Dick, dem Chief da, vom Stammesrat, einen Riesenaufstand. Er hat wieder andere Polizei geholfen, dass sie ihm helfen. Dann kam das FBI rein. Da waren plötzlich Helikopter da. Und plötzlich war das Ganze im Fernsehen. Es ging um die ganze Welt. Und das war Wounded Knee. Wounded Knee, das war der Ort, wo dieses letzte Massaker 1898 stattgefunden hat. Da war das. Da hat sich das abgespielt. Und das hat natürlich jetzt riesige Aufmerksamkeit gebracht. Und die haben aber das ganze Dorf abgeriegelt und es kam keine Nahrung und nichts mehr rein. Und andere Big Names von den Lakoten und auch von anderen Stämmen, die waren alle da, haben da geholfen, waren dabei. Und jetzt konnten sie das nicht mehr lange halten. Und gleichzeitig war eine Oscar-Verleihung zu dem Zeitpunkt. Und der Marlon Brando sollte einen Oscar kriegen für Don Corleone. Und er hat er nicht angenommen. Er hat She's Laying Littlefeather hat er geschickt zur Oscar-Verleihung. Sie kam in voll Regalia von ihrer Apachen-Herkunft zu den ganzen Oscar-Leuten und hat die Geschichte von Wounded Knee, was da gerade läuft, erzählt. Das hat jetzt natürlich die ganze Welt überall gesehen. Und dann war diese Blockaden waren sofort weg. Die Leute konnten rein und dann lief das gut aus. Also da war einiges los. Und wie so oft auch die ganze Zeit gab es immer wieder auch Leute von der Siedlerseite, wie den Herrn Brando und andere, die da kräftig mitgeholfen haben, mit ihrer Berühmtheit oder mit Geld oder mit sonst was, da denen zu helfen. Ja, und ein Buch, das ich euch auch empfehle, wenn euch das interessiert, das heißt Basic Call to Consciousness. Steht auch auf der Liste, müsst ihr euch nicht merken. Da beschreibt er gerade, will das euch vorlesen, diese Zeit, 60s und 70s, weil da, das sagt er, das andere war, dass es gute Musik gab. Und dass jetzt die Indianer ein Sprachrohr gefunden haben. Bis dahin dachten ja die alle fast, es gibt keine mehr. Ja, die sind eh schon längst alle tot. Und jetzt waren sie plötzlich in aller Munde. Und er sagt, und das war halt die Zeit, wo es auch andere Energien gab und wo coole Musik gemacht wurde. Die Zeit, die Hippies produziert hat. Und da gab es eben Leute wie Timothy O'Leary. Das war der Professor, der Haber-Professor, der mit LSD an der Uni geforscht hat. Das ist ja alle das Zeug für die Uni reingeschmissen haben. Dann gab es Janis Joplin, Muhammad Ali, Santana, Pete Seeger, Jane Fonda, Jimi Hendrix, Bob Dylan, The Grateful Dead, The Doors, The Beatles und die Indianer. So beschreibt er das. Und ich habe meine Begeisterung gesehen. Das ist natürlich alles meine Zeit, die kenne ich alle. Aber so hat sich da was zusammengebraut. Da gab es plötzlich andere Energien. Trotzdem haben sie noch immer kein Recht bekommen zu Hause und sind deswegen viele Stämme zusammen, 1976 in die Schweiz, zur UNO, um das vorzutragen, was da los ist, weil sie zu Hause kein
Gehör gefunden haben. Und in diesem Buch sieht man auch, ich spreche hier oft von einem Mann namens Orrin Lyons. Orrin Lyons ist 30 geboren, der ist jetzt 94 oder so. Der ist ganz lange schon Chief von den Haudenosaunee. Die Haudenosaunee, wir sagen dazu Irokesen. Sie selbst nennen sich so, wie ich gerade gesagt habe. Das bedeutet, die Leute vom Langhaus, das sind, waren ganz lange 5 Nationen, 5 große Stämme. Und später, 1722, glaube ich, kamen die Tuscarora noch dazu. Das sind die Oneida, die Cayuga, die Seneca. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Und auf jeden Fall die Tuscarora. Und die leben an Höhe großer Seen südlich vom Ontariosee. Ist deren Liga. Da haben sie Ländereien nebeneinander. Und diese Leute spielen sowieso eine bestimmte Rolle in den Vereinigten Staaten. Die waren mal völlig zerstritten und hatten Krieg untereinander. Und da ist eine Person aufgetaucht. Das ist ungefähr 1000, 1100 Jahre her. Die nennen sie den Friedensstifter. Und das Ende von dieser Geschichte war, dass die 6 Nationen einen demokratischen Verbund kreiert haben, den es heute noch gibt. Und als die, und das wahrscheinlich die erste Demokratie auf der Welt war, ja, sagen wir, aber wir haben ja auch Demokratie von den Griechen. Demokratie von den Griechen. Die Frauen hatten kein Wahlrecht, die Sklaven hatten sowieso kein Wahlrecht. Das Land war voll mit Sklaven. Reiche, nicht alle Männer, aber reiche Männer hatten Wahlrecht. Na, das nur so nebenbei. Jetzt, als die Engländer, die da waren, Amerikaner werden wollten und unabhängig werden wollten, jetzt war rundherum war alles voll mit Monarchien. Und die hatten schon ja permanent Kontakt mit diesen Haudenosaunee-Leuten. Die ganze Zeit schon. Die leben ja nebeneinander. Und da kam es dann zu Gesprächen, ja, wie wollen wir denn das jetzt machen? Unseren neuen Staat, als das losging. Wir wollen einen eigenen Staat haben. Und da haben die Haudenosaunee gesagt, na, macht's doch wie wir. Macht so einen Verbund. Wie wir auch. Und die waren ja 13, ursprünglich 13 Kolonien. Und sie haben auch von der irokesischen Verfassung einiges übernommen in die amerikanische Verfassung. Und da gibt es irgendwo ein Bild in Washington, im Weißen Haus oder wo. Das ist ein großes Gemälde. Und das ist die Gründung der Vereinigten Staaten. Und das ist so ganz viele Indianer im vollen Ornat. Und wer sich da auskennt, der kann die alle benennen und sagen, das sind die, die und die, sind die, die alle mitgewirkt haben an dieser amerikanischen Verfassung. Es gibt das Gerücht, dass Benjamin Franklin, einer der Gründerväter, 5 Jahre Unterricht in Mohawk hatte, weil die gesagt haben, wenn du unsere Sprache nicht verstehst, dann können die dir unbedingt erklären, was wir meinen. So, ich war nicht dabei, aber es kann gut sein. So. Und dieser Orrin Lyons, der ist von diesen Leuten und der war maßgeblich an dem Buch beteiligt, maßgeblich an vielen anderen Sachen beteiligt. Und in diesem Buch siehst du, wie er einreist in Frankfurt, die landen in Frankfurt und er geht mit seinem selbstgemachten Haudenosaunee-Pass zum Frankfurter Zoll. Natürlich haben sie ihn nicht durchgelassen, er musste seinen amerikanischen zeigen, aber das wollten sie sich nicht nehmen lassen. Das hatten sie alle mit und alle drauf. So, und das war der Beginn von immer wieder Treffen und Meetings dafür, dass es halt dann besser wird. Und eine Geschichte, die da auch reinpasst, als der ganz jung war. Der Orrin, der hat studiert, er hat Kunst studiert, glaube ich. Ja. Und dann hat er, glaube ich, auch mal
irgendeinen Laden gehabt in New York City, irgendetwas kurz. Aber auf jeden Fall haben sie ihn ziemlich so mit 40, ich weiß nicht genau, wurde er zum Chief gemacht. Er hat viele Vorträge auf YouTube, könnt ihr euch angucken. In einem erzählt er auch, wie die Demokratie läuft, dass zum Beispiel die Frauen, die Clan-Mütter schlagen den Chief vor. Dann muss der noch von denen, von denen, von denen bestätigt werden. Und wenn das nicht klappt, wenn die nicht bestätigen, dann geht das wieder zurück an die Clan-Mütter und dann müssen sie halt einen anderen nehmen. Aber sie haben das Recht, den zu wählen und sie haben auch das Recht, wenn sie sehen, das wird nichts mit dem, dass sie den auch wieder absetzen und so weiter. So, er erzählt die Geschichte, wo er noch als ganz junger, er war down in Lakota Country, wie er das erzählt, und da hatten sie quasi eine Sitzung. Und da war Fool's Gros dabei, den ich schon erwähnt habe, dieser sehr berühmte Führer der Lakota. Alle Big Names, Phil's Enemy, Matthew King, das sind alles, wenn ihr die googelt, findet ihr das. Alles Big Names von Lakota sind. Und Louis Badwound, und er sagt, wenn ihr den nicht kennt, also wer den einmal erlebt hat, den Louis, der vergisst den nicht. Und er beschreibt, was da war. Sie haben eine Beratung gehabt. Und dann sagt Louis, God damn it. So ein Quatsch. Wir reden und wir machen und es geht nichts weiter und so. Lasst uns doch unsere Kraft zusammentun, unsere Kräfte. Und wir holen den Regen rein, das Wasser, and we flood them out. Wir schwemmen die einfach raus. Oder lasst doch unsere Kräfte zusammenbündeln und die Feuerwesen reinholen und brennen. Und so weiter. Noch zwei Elemente. Und dann die Elder, die anderen, die da saßen, sagen alle, hey Louis, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Und ja, wir können das tun. Schau, guckt euch bei den Hopi, du weißt genau, dass die Regen machen, sonst geht es ja gar nicht. Also. Und die sagen dann, hey Louis, calm down, also beruhig dich wieder. Und sie haben es natürlich nicht gemacht. Und warum der Oren das erzählt, sagt er dann weiter. Und wir mussten das auch nicht tun. Unser Bruder, sagt er, also die Weißen, die haben das selbst gemacht. Wir haben jetzt diesen Regen hier. Wir haben das Wasser hier. Die zu wenig haben, da bleibt es zu wenig, da ist trocken. Und die zu viel haben, die kriegen noch was drauf. Wir haben jetzt diese ganzen Stürme hier und so weiter. Ja, das müssen sie nicht machen. So. Ja, das war Geschichte. Ein bisschen was von diesen Völkern zu erzählen, 500 Nations, also von denen, die übrig geblieben sind. Ne? Das ist genauso, wenn einer sagt, Indianer, das Äquivalent wäre, irgendjemand sagt, die Weißen. Ja, das sind 500 teilweise völlig verschiedene Leute, weil sie in völlig verschiedenen Gegenden wohnen. Aber die Sicht auf die Welt, die grundsätzliche Sicht auf die Welt, die zieht sich durch, nicht nur in Nordamerika, sondern bei allen Indigenen. Ja. So, die hatten es nicht leicht, die haben es immer noch nicht leicht. Zur Auflösung, diesen 100-Jahre-Plan, ach so, den habe ich gar nicht erzählt, 100-Jahre-Plan, den hatten sie auch noch, das BIA und die Kanadier genauso. Beide Regierungen wollten das Indianische vernichten. Und deswegen gab es ja diese KZ-Schulen, von denen habt ihr schon alle gehört, wo sie jetzt in Kanada auch ganz viele tote Kinder gefunden haben. Nicht, dass die Amerikaner keine toten Kinder gehabt hätten, aber da hat man halt die noch nicht gefunden, da oben auf jeden Fall. Und don't kill the man, kill the Indian, war der Spruch. Also das indianische Austreiben mit allen Mitteln. Und da sind sie auch dagegen auf die Straße dann gegangen, nachdem sie überhaupt mal herausgefunden haben, dass es sowas gibt. Das hat natürlich denen keiner erzählt.
Jetzt sind ja keine, du, wir haben einen Plan, dass wir euch alle irgendwie, wir konnten euch leider nicht alle umbringen, jetzt versuchen wir das anders. Das hat er ja gerne erzählt. So, das weiß ich nicht, kann sein, dass sich das erledigt hat. Das mit den Peoples, dass sie jetzt auch Menschenrechte haben, das hat sich geklärt. Und tatsächlich, man glaubt es ja nicht, am 30. März 2023 hat Papst Franziskus die Nummer mit dieser Doctrine of Discovery aufgelöst. Hat sich entschuldigt und hat das aufgelöst. Bis dahin gerade, also gestern, hat das noch gewirkt. Ob das bedeutet, dass das aus den amerikanischen Gesetzen raus ist, das ist noch eine ganz andere Sache. Aber auf jeden Fall können die sich nicht mehr auf den Papst berufen. Das hat er jetzt aufgedeutet. Wie neulich, das ist jetzt vielleicht 30 Jahre her, die katholische Kirche gesagt hat, als wir neulich den Bruno verbrannt haben, in Giordano, tut uns wirklich leid. Also da haben wir uns geirrt. Ja, das haben sie ungefähr 300 Jahre erklärt, nachdem sie das gemacht haben. Wie auch immer, es hat sich trotzdem das getan, das will ich auch erzählen, weil das habe ich gerade herausgefunden, das wusste ich selber nicht. Und ja, die wissen natürlich inzwischen, wie man sich mehrt. Die haben alle studiert. Das ist ganz was anderes als das, was ich sehe in Afrika bei den Buschmann. Ich war ja öfters bei den Buschmann und habe das auch ein bisschen kennengelernt, habe das natürlich auch ein bisschen verglichen. Also die in Nordamerika, die wissen sich heute auf jeden Fall zu wehren. Ein Beispiel, das ich gehört habe. Die Geschichte schreibt ja der, der gewonnen hat. Und in die Amis, wenn du in die Schule gehst, dann als Kind kriegst du halt diese Geschichte erzählt, von denen sie glauben, dass das so war. Und im Bundesland New York haben die Eddie-Huttner-Söhne, glaube ich, geklagt, dass das vollkommen falsch ist, dass es nicht geht, dass ihre Kinder so einen Schwachsinn lernen. Das stimmt alles gar nicht. Und sie haben gewonnen. Und jetzt wird in diesem Bundesland von den 50 Staaten etwas anderes in der Geschichte erzählt, wenn sie amerikanische Geschichte haben, als in allen anderen Bundesländern. Also das gibt es auch, das tanzt alles und naja. Wolfgang, wir haben 9 Uhr. Du hast noch plus minus eine halbe Stunde. Bitte? Wir haben jetzt 9 Uhr. Wahnsinn. Danke. Okay. Wahrscheinlich musste das sein. Ich war wirklich sehr überrascht und hätte mir das nicht gedacht, als ich neulich ein bisschen so rumgefragt habe, dass kaum einer darüber was weiß. Wir reden alle von den Einheimischen, wir machen alle irgendwas, was wir von denen gelernt haben, aber ich finde, es gehört sich, dass du das weißt. Jetzt will ich keinem irgendwie Schuld geben, wenn er es nicht weiß, um Gottes Willen, aber das war der Grund, warum ich das jetzt erzählt habe. Ich habe gesehen, dass ich so voll davon bin, ich wusste nicht, dass das wirklich dann so lange dauert, bis zum Rübergehen. Jetzt hänge ich noch dran, was ist denn eigentlich der Unterschied? Was ist denn da anders? Und die westliche Sicht ist halt eine bestimmte Sicht auf die Welt. Und wir denken schnell, dass die ganze Welt so denkt. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Der hauptsächliche Unterschied ist, so wie ich das sehe, auf jeden Fall einer davon, dass die Welt für indigene Leute, dass die bewest ist, dass du nicht aus dem Fenster schauen kannst und sagen kannst, da draußen ist alles tot. Und es haben sich da ein paar Begriffe herausgeprägt, die jetzt in aller Munde sind, wenn man sowas beschreiben will. Und ein Begriff ist das Wort Kinship. Kin sind die Verwandten, Kin.
deine Verwandtschaft, die Verwandten. Und wenn ich hier dieses Buch habe, Restoring the Kinship Worldview, die Kinship-Weltsicht wieder einführen, restaurieren, dann bedeutet das, dass du die Welt auch so sehen kannst, dass alles, was um dich herum ist, lebt. Und dass das deine Leute sind. Nicht nur die Tiere, auch die Pflanzen, die Steine, der Wind, die Wasser, alles. Und dass wir Menschenleute ein Teil davon sind. Und wie der eine sagt, es macht einfach einen Unterschied, wenn du in Kolumbien da oben in den Bergen geboren bist und du bist ein Kogi und du schaust auf den Berg als Kind und dann siehst du oben den Gipfel und dann ist das für dich, dieser Apu ist was Heiliges. Warum auch immer, ohne da jetzt drauf einzugehen. Und wenn ich, sagte der Wade Davis, wenn ich geboren bin in Montana und ich schaue auf den Berg, dann ist das für mich eine Ressource, die ich ausnutzen kann, um ein Geschäft zu machen. Gut oder schlecht ist gar nicht der Punkt. Es ist auf jeden Fall anders. Und die Folgen davon sind auch anders. Und ein anderes Wort, das da auch eine Rolle spielt, das auch jetzt reingekommen ist, oft verwendet wird, hat der eine den Ausdruck kreiert, concentric ecology. Concentric ecology. Da haben wir dieses Kin wieder und kinbasierte Ökologie, wenn du so willst. Und das ist das, was es ausmacht, dass du wieder mitkriegst, die ganze Welt ist lebendig, es gibt eine Kraft, die überall drinnen steckt. In unserer Szene sagen wir Spirit that moves through all things, wie du es nennst, ist schlussendlich egal. Und dass du das aber nicht erfahren kannst, wenn du bei der Art und Weise bleibst zu lernen, wie wir das gewohnt sind zu lernen. Das kriegst du nicht über eine Ansammlung von Daten raus, sondern das geht nur über Erfahrung. Und jetzt bin ich da, wo ich erzählen will oder wo ich jetzt sagen will, das ist die Grundlage unseres Vorgehens. Das ist die Grundlage, wie, ich will jetzt sagen, wir Wildnisschulen, aber wahrscheinlich doch, arbeiten. Es dreht sich bei uns alles, um in Beziehung zu kommen, um einen Boden zu bereiten für Leute, einen Boden zu bereiten, wo sie sich Zeug nehmen können, damit sie selbst wieder in Beziehung kommen zu der Gegend, in der sie wohnen, um sich herum, zu den Pflanzen, zu den Tieren, zu you name it, und zu dir selbst und zu den anderen, das hört ja nicht auf. Meine Erfahrung ist, dass ein Teil der Leute, die in die Wildnisschule kommen, kommen deswegen, weil sie keine Menschen mögen. Weil Natur ist cool, aber Menschen sind doof. Und ja, klar, der Baum oder der Strauch da hinten hat dich einfach in deinem ganzen Leben noch nie so verletzt wie der eine oder die andere Mensch. Aber mit der Zeit, und das habe ich ja gesehen, du hast ja gesagt, ich habe 1000 Leute begleitet, habe ich auch, sehe ich natürlich, wie sich das auch ändert. Und wie du dann auf deiner Reise, irgendwann kannst du nicht anders, um zu erkennen, oh, Menschen gehören ja da auch dazu. Ja. So, und das sind aber Dinge, die kriegst du nicht intellektuell gebacken. Und das ist genau das, was fehlt. Das meint auch der Oren in einer seiner Vorträge, dass wir versuchen, das intellektuell hinzukriegen und das klappt aber nicht, das ist klar. Und da sehe ich uns, was wir da machen und es sind ja einige hier, die auch schon in den Wildnisschulen was gemacht haben und das sowieso gut wissen. Darum dreht sich's. Und das haben die noch drauf und da konnten wir von denen, und da können immer noch Dinge lernen,
Aber dieses Lernen ist auch so bei denen, die es weitergeben, dass ich ja selber mal damit reinkommen will, muss. Ich will es zu meinem machen, muss es zu meinem machen, um dann auch Erfahrungen zu haben. Ein Ding bei uns ist, dass es heißt, geh nicht her und mach irgendetwas mit anderen Leuten, wo du selbst die Erfahrung noch nicht gemacht hast. Das ist nicht okay. So, wir kriegen was und wir nehmen das, um das auszuprobieren und dann Erfahrungen zu machen. Und dann geben wir das weiter und andere können diese Erfahrungen machen. Und das ist etwas anderes als Bildung. Wir machen auch Bildung. Damit meine ich, wenn ich eine Geschichte erzähle bei Bird Language von dem einen Vogel, Mauersegler, der schlüpft aus dem Ei und dann wird er groß und frisst und hat er Federn und dann macht er seinen ersten Flug und dann fliegt er den ganzen Tag. Da fliegt er auch die ganze Nacht durch und dann den nächsten Tag, um das abzukürzen. Er fliegt ein ganzes Jahr, bis er wieder sitzt und selber brütet. Das erweckt natürlich ein Boah, ey, der Hammer. So, und dafür ist Bildung gut, dass du neugierig wirst und so. Aber da bist du noch nicht angebunden. Du musst mit dem Hintern raus, du musst dich da mehr reinhängen und so kriegst du immer mehr Fäden, die sich spannen von dir zu deiner Umgebung. Und wer das alles schon gemacht hat, und da sitzen ja viele da, die wissen genau, wovon ich rede. Und ja, ich belasse es dabei, so viel Zeit habe ich ja nicht mehr. So darum dreht sich. Das ist unser Begehr. Und eins ist auch ganz klar. Als ich angefangen habe, da war das überhaupt nicht cool, irgendwie was Spirituelles reinzubringen. Da gab es eine Scheu davor. Und ich weiß noch, wenn ich da angefangen habe, zu räuchern oder ein Lied zu singen, ich weiß noch, Dado hat erzählt, als er bei mir im Kurs war, einer, der jetzt schon lange bei uns Thema ist, dass er sofort gedacht hat, boah, scheiße, wo ist denn hier der Notausgang? Geht's noch? Und dieser Thema war seit ewigen Zeiten. Und es gibt nach wie vor die Idee, du könntest das schnallen ohne die geistige Seite, ohne die spirituelle Seite. Ich weiß nicht, wer damit... Ja doch, ich weiß schon. Wir hatten natürlich vorher, hat die Kirche alles bestimmt. Völlig wurscht. Das war ja nicht, das waren ja keine Tatsachen. Da wurde einfach was erzählt und das ist so. Und dann gab es Theater mit der Kirche, dann gab es die zweite Kirche plötzlich, gab es zwei, Streit und so, und das war die Geburtsstunde von, ja, Aufklärung, sagen wir dazu, und dann die Wissenschaften kamen rein und endlich konntest du forschen und richtig und so, und wir haben uns vollkommen auf die Verstandesebene draufgehauen und lassen die seitdem nicht mehr los. Aber unsere Ausrüstung ist so, dass wir beides haben. Wir haben zwei Gehirnhälften und wir reiten permanent auf der einen dahin. Und wir versuchen krampfhaft mit einer Gehirnhälfte diese ganze Welt zu begreifen. Und das geht unmöglich. Das geht nicht. Und wir haben ja auch die zweite, die fett ist, aber die dauernd unterdrückt wurde und sagt, ja, das ist doof, du mit deinem Gefühl. Und ja, ihr wisst alle genau, wovon ich rede. So, die Idee, dass wir das hinkriegen, nur mit der einen Seite, merken wir jetzt, dass das nicht funktioniert. Der eine beschreibt das so, so cool, finde ich. Der Müller, der in Norwegen lebt, sagt, die Idee, dass die Erde ein Stück Fels ist und da sind alle möglichen Lebewesen drauf und auch Affen und dieser eine Affe, diese eine Affenart, die steht über allem und gehört auch nicht so richtig dazu, weil sie über allem steht. Von dieser Idee müssen wir uns dringend lösen. So kommen wir nicht weiter. Ja. Und
wenn du jetzt irgendwo gelandet bist, egal wo, wo es halt um Natur geht, wo du rausgehst, wo du dich wieder verbindest, dann braucht dir keiner was sagen. Du kommst automatisch, irgendwie spürst du, merkst du, dass es hinter der manifesten Welt noch was anderes gibt. Und das ist so. Und wie du das benennst, ist ziemlich egal. Und du kannst, wenn du irgendeiner Religion angehörst, dann hast du die Wörter deiner Religion. Wenn du Atheist bist, schon in der 400. Generation, dann fällt dir irgendwas ein oder bist sprachlos. Es ist völlig egal. Es ändert nichts an der Tatsache, dass du mit dem in Berührung kommst. Und das geht auch gar nicht anders. Und dann beziehst du halt das ein. Und wenn dir das zu viel wird, das gibt es natürlich auch. Du bist sprachlos, du hast keine, du willst nicht, du kriegst Angst oder sonst irgendetwas. Da hörst du einfach, weiß ich nicht, auf den Sitzplatz zu gehen oder sonst was. Die eine Frau, die morgens wach wird, Amerikanerin, Hirnforscherin, sie ist Professorin irgendwo auf der Ostküstenuni, ihr Thema Hirnforschung, und sie wird wach und sie haut es um von dem riesigen Gefühl von totalem Frieden, total eins mit allem, so fett, dass sie da gar nicht raus will. Gleichzeitig hat sie Kopfschmerzen. Und weil sie die ist, die sie ist, weiß sie, sie hat einen Gehirnschlag. Und wenn sie nicht gleich was tut, dann funktionieren die Finger nicht mehr, sie kann nicht mehr wählen und dann stirbt sie. Sie hat gewählt, sonst könnte ich das nicht erzählen. Sie hat 7 Jahre lang gebraucht, um wieder zu recovern. Wenn sie heute auf TED eine Geschichte erzählt, hat sie 1 Million Klicks. Und warum ich das erzähle, ist, in ihrem Buch Auf einen Schlag beschreibt sie komplett, wie ich finde, das, was wir erleben, wenn wir gut in Weitwinkel sind. Was wir erleben, wenn wir gut in Weitwinkel sind. Nur Weitwinkel sitzen, Weitwinkel gucken, kann uns helfen, in die andere Welt einzutauchen. Wir haben die ganze Ausrüstung. So, die gehört auch dazu. So. Weiß ich nicht, ob es richtig gut gelungen ist, vielleicht zu beschreiben, worum es eigentlich bei uns geht. Und das ist nicht etwas, worum es bei uns geht. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Ich habe jetzt gerade in letzter Zeit, im letzten Jahr, 1,5 Jahren, sind wir ganz viele Leute untergekommen als Bücher, die auf diesem Trip sind, die vehement versuchen, Indigenous Science, auch ein Wort, das neulich eine Frau geprägt hat, eine Oneida, und die auch dann eine Plattform gegründet hat und so, Indigenous Science überall reinzukriegen, in die ganz normalen Schulen, in die Unis und überhaupt. Und wie das zu uns gekommen ist, in der Zeit, die ich vorher gerade erzählt habe, in der Zeit ging es auch los, dass zum Beispiel das Buch Dr. Uschte rausgekommen ist. Das ist ein Buch über einen Mann namens John Fire Lamedeer. John Fire Lamedeer und über dem sein Leben. Und das war 1972, glaube ich. Und da haben dann die Amis auch gesehen, in dieser Zeit sowieso war was mit Indianern los. Jetzt haben sie noch dieses Buch, jetzt war schon klar, die sind schon längst nicht alle tot, da gibt es noch welche. Und das hat dann auch eine Verbreitung gehabt. Und ich weiß noch, dass der Autor, der geholfen hat, das Buch zu schreiben, Richard Erdős und John, die haben dann so eine Tour gemacht, waren in den bekannten Talkshows von Amerika und so. Und so wurde auch das bekannt, dem seine Geschichte bekannt. Die eine, die ich mir gemerkt habe von der Talkshow, die ich gerne erzähle, ist, wo diese ganz berühmte Talkmasterin den John fragt, sag mal John, wir sind jetzt im 20. Jahrhundert, was erzählst du da, dass du mit Adlern sprichst? Und John sagt, Lady, ich habe in eurem heiligen Buch gelesen, da spricht eine nackte Frau mit einer Schlange. Ich spreche mit Adlern. Naja, so Sprüche merke ich mir immer. So ging das los und dann kamen andere Leute, die dann einfach angefangen haben, davon was zu erzählen.
Und die allerersten waren die Hopis. Die Hopis, das ist ein kleines Volk, das lebt in Arizona. Ihr Reservat ist in der Mitte vom Navajo-Reservat drin. Und weil ich gerade die Eva sehe, die Eva war schon mal da, ich war auch schon mal da. Und die haben ganz viele Prophezeiungen, die gibt es schon ganz lange. Oaribi sagen sie, aber auch die Amis, dass das der am längst ständig durchgehend bewohnte Ort von Nordamerika ist. Und die Amis sagen 1000 Jahre, die anderen sagen noch viel länger. Und in ihren Prophezeiungen war zu sehen, dass sie, wenn gewisse Dinge eintreten, müssen sie ihr Wissen weitergeben. Und diese gewissen Dinge waren im Zweiten Weltkrieg der Abwurf der zwei Atombomben in Nagasaki und in Hiroshima. Und das war für die ein Zeichen. Und da sind sie, 48 sind sie zusammengekommen, die Ältesten von denen, um ein Treffen und haben bei diesem Treffen vier Leute bestimmt. Der Jüngste war 38, glaube ich, und der Älteste war damals schon 88. Alle sind in den 1800er geboren, bis einer, der ist 1912 geboren. Diese vier haben den Auftrag gekriegt, diese Botschaften, die sie weitergeben wollen, jetzt müssen, aufgrund des Zeichens, dass sie die weitergeben, und zwar in the House of Mica. Mica ist das Wort für Glimmer, Feldspann, Sparz und Glimmer. Und das gemeint waren die Vereinigten, die UN, United Nations. Das Haus der United Nations am Hudson River ist aus Glas. Und die haben es ganz lange versucht. Und der letzte Lebende, Thomas Barmikaya, ich glaube 91 oder was, war dann da und hat das vorgetragen. Oren Lyons war noch da, noch ein paar andere. Es war natürlich nicht die große Versammlung da, sondern nur wenig Leute, aber damit, nachdem er es oft und oft versucht hat, war das abgeschlossen. Er hat das denen gesagt. Das kannst du auch im Netz finden übrigens, wenn dich das interessiert. Die ganze Botschaft, die die da übergeben haben. So, die ersten, die zusammengearbeitet haben, das waren natürlich die Haudenosaunee, weil die wohnten gleich dran. Die haben denen geholfen, irgendwie eine Verfassung hinzukriegen. Dann kamen die Hopis, so vom Großen, was ich halt so weiß. Und dann kamen viele andere, die aus Amerika rübergingen nach Europa, um da ihr Wissen weiterzugeben. Und einer von meinen Lehrern, viele indianische Lehrer gehabt, oder mehrere, aber einer, den ich eigentlich am längsten hatte, jetzt sind sie schon alle gestorben, bis auf einen, das war der Sohn von John Feierlehmdir, Archie Feierlehmdir, der auch schon gestorben ist. Ein paar Leute wie Eva, die hier ist, kennen den und andere auch. Und so ging das weiter, dass sie das Wissen weitergegeben haben. Aber glaub ja nicht, dass das allen gepasst hätte. Immer gab es irgendwelche von den eigenen Leuten, die sich aufgeregt haben, dass sie das machen, dass du diesen Scheißweißen das erzählst und so weiter. Wobei andere wieder gesagt haben, nein, das ist wichtig und gut, das ist sowieso nicht für uns nur da, das ist für alle da. Dieser Big Name, den ich schon mal erwähnt habe, Fool's Crow, der drückt sich ganz klar aus und sagt, dieses Wissen ist für alle. Und die, die sich dagegen aufregen, das sind genau die, die am allerwenigsten wissen. Auch die, die sich von uns aufregen, die am allerwenigsten davon wissen. Aber dieses Theater gab es immer. Und ich war da dabei, wo gehetzt wurde, dagegen geschrieben wurde und hin und her. Das ist so. Wenn du in diesem Job bist, auf dieser Welt bist und das hat irgendwas mit dir zu tun, dann bist du dem auch ausgeliefert. Fertig. Und gejuckt hat es die alle nicht. Das haben alles, haben alle weitergemacht. Und so kam das halt. Und so ist das immer noch. Und so sind wir, ich auf jeden Fall, wenn ich von mir spreche, dankbar, dass ich die Chance hatte. Einen habe ich ja noch, der ist so alt wie ich. Mal sehen, wir sind beide jetzt auch schon ein bisschen älter. Wenn es zuerst erwischt, solange wir beide noch gesund sind und ich es packe, darüber zu fliegen oder so und er noch da ist, wird es auch ein bisschen dahin gehen. Und das ist aber auch ein typisches Zeichen von Einheimischen, ein typisches Zeichen, diese andere Art zu lernen, dass du nie zu lernen aufhörst.
deine Neugier treibt dich immer weiter. Und wieso diese Neugier? Weil du lernst nicht irgendetwas auswendig oder für irgendjemanden oder für irgendetwas, sondern du lernst, weil es dich interessiert, weil es deine Welt bereichert. Und bei diesem Draufkommen, was es alles gibt, hat das leider zur Folge, dass je mehr du da erfährst und je mehr du da auf was draufkommst, desto größer, desto mehr kannst du überblicken, was du alles nicht weißt. Und ja, ich bin sehr froh darüber, mir macht das gar nichts aus, ich bin da nicht traurig. Ich weiß, dass ich die nächsten Leben da ohne Ende zu tun habe. Deswegen bin ich auch einer von denen, wenn sich das irgendwie ausgeht, ich weiß es ja nicht, aber wenn es irgendwie ausgeht, bin ich gleich wieder hier, ich bin nicht irgendwo anders. Ich weiß hier viel zu wenig und die Welt ist so toll und ich will da noch viel, viel mehr Sachen rausfinden. Ja, und so, wenn ich das jetzt so erzähle, fühle ich mich wirklich als Teil von denen. Ich kenne ja, ich bin älter und deswegen, das hat mich schon immer interessiert. Klar kenne ich einige Leute oder wenn du gar keine kennst, dann wirst du wahrscheinlich sagen, viele Leute von denen persönlich. Ich habe bei denen gelernt, ich habe mit denen gelacht, ich bin befreundet, ich habe von denen geträumt, alles Mögliche. Und wenn ich das jetzt sehe, wo ich selber gelandet bin, das hatte ich ja gar nicht vor. Was meine ich damit, dass eben schon über 1000 Leute begleitet habe? Wir haben in unseren Archiven bestimmt, weiß nicht, 5.000, 6.000 Berichte von Leuten, die was geschrieben haben, was sie da erlebt haben. Und ihr habt ja zum Teil selbst solche Sachen geschrieben. Was ein riesiger Schatz, was da weitergegeben worden ist, nur weil ein paar angefangen haben, aus Amerika, aber auch woanders her, ihre Sachen weiterzugeben. Und ob das jetzt in Nordamerika ist oder ob ich das von Afrika kenne ich das ganz genauso. In dem einen Buch, das die Bushmen mit den Kinis zusammen geschrieben haben, da schreibt er eine ganze Seite lang als Botschaft von den Bushmen, dass sie heilfroh sind, dass sie diese Kinis getroffen haben. Den Brad Kini, der 30 Jahre lang war bei denen, hing mit ihnen ab, kann alle Zeremonien von denen machen. Und die Bushmen selber sagen von diesem Ami, dieser Ami ist ihr bester Heiler, denn wenn der Kini heilt, dann sehen sie, wenn der sich in Trance begibt, wo der hängt, weil die anderen sind auch dabei, die wissen ganz genau, was mit dem Ami los ist. Und deswegen sagen die, boah, der Junge hat es drauf, das ist der Hammer. Und dem lassen wir dieses Buch schreiben, weil der versteht uns. Und da kommt ein ganz tolles Buch und da steht vorne drin, boah, wir sind so froh, dass wir das jetzt ausdrücken können. Die Welt ist wild und dieses Wissen wird dringend gebraucht. Und für jeden, der es im Herzen spürt, dass das was ist für ihn, nimm's und mach was. So, jetzt kenne ich nicht alle Völker dieser Welt, aber die, die ich kenne, da ist es so. Und ich bin da heilfroh. Ich fühle mich da mittendrin und ich fühle mich auch da mehr mittendrin. Wie sieht es denn aus mit der Zeit? Ich muss eines noch hinkriegen. Wir haben 5:30, aber wir haben ja Open End, Wolfgang. Ja, ja. Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Schon lange nicht mehr so viel zu reden. Der Rupert Ross, auf den bin ich gerade nochmal gestoßen, der sagt, es ist dringend erforderlich, dass wir anfangen, wir, die Weißen, in Kanada, spricht in Kanada, von den anderen, von den First Nations zu lernen. Und er sagt, es ist auch dringend an der Zeit, dass dieser Glauben, dass wenn jemand technisch überlegen ist, dass auch sozial überlegen ist, das müssen wir dringend aufhören. Und er beschreibt in einem Buch, er kriegt einen Anruf. Und du hörst früher diese Telefone scheinbar irgendwie ganz weit weg. Und da ist eine Frau dran, aus Nordwestterritories, am Arsch der Welt, irgendwo in der Arktis. Und
Sie sagt, are you that Ross? Bist du dieser Ross? Ja. With this book? Ja. Und ich kenne ja, wenn die sprechen, oft, wenn die so Res-Akzent quasi haben. Und so spricht sie und sie sagt dann, seit einem Jahr versuche ich dich anzurufen und ich bin so froh, dass das jetzt klappt. Mein Enkel hat mir dein Buch vorgelesen. Ich bin 67 Jahre und ich sagte gar nicht, wo ich wohne. Du weißt sowieso nicht, was das ist. Es ist irgendwo mitten in der Arktis. Und ich bin so froh, dass du das schreibst. Und ich gehe jetzt wieder The Red Road. Das ist, sie fängt jetzt wieder an, ihr Leben, ihr indianisches oder Inuit-Leben zu leben. Denn sie kommt aus einer Generation, wo das nichts war, wo sie der letzte Dreck waren und so. Und die Kinder angefangen haben, davon wegzugehen, weil Mama und Papa, die bringen es nicht. Wir haben keine Kohle und nichts, wir sind arm und in Lärm, all das. Und sie freut sich, dass so einer sowas geschrieben hat und setzt wieder stolz, dass sie Inuit oder First Nation, weiß nicht, ist. Und sie geht jetzt wieder The Red Road und der Dings schreibt, und ihm kamen die Tränen. Und wenn ich das erzähle, komme ich auch fast die Tränen, was wir da angetan haben, was da passiert ist. Und dass sich aber jetzt wieder was gibt, dass es sich drehen kann. Ja. Ganz, ganz viele sprechen von Zusammenarbeit. Dass es wichtig ist, zusammenzuarbeiten. Und es gibt einen Typen, Don Trent Jacobs. Der ist Cherokee und Ire Schotte und Cherokee. Und er ist aber ganz lange bei den Lakota gewesen. Er hat, die haben ein Gymnasium, das hat er ganz lange geleitet. Und er, im Zuge dessen, weiß ich nicht, er hat irgendein Gelübde abgelegt und hat einen Sonnentanz gemacht. Das ist ein Gelübde. Da versprichst du irgendetwas und dann tanzt du in der Regel 4 Jahre hintereinander. Ich will jetzt nicht auf den Sonnentanz eingehen. Und da hat er einen Lakota-Namen bekommen, Four Arrows auf Englisch. Und er nennt sich mal Four Arrows und manchmal den anderen Namen. Er hat einen Doktortitel, er hat 2 Professuren, er hat so und so viele Bücher geschrieben und das und das und das und das und das. Und das. Das Wildeste, was ich meine, was er gemacht hat, ist, er hat Pferde trainiert, er hat in der Bar als Klavierspieler gearbeitet, all diese Sachen auch. Und er war im Norden von Mexiko und ist Kajak gefahren auf einem ganz wilden Fluss in einer einsamen Gegend. Und dieser Fluss verschwindet plötzlich unter der Erde. Er war nicht darauf gefasst, ihm haut es mit seinem Kajak unter die Erde rein und er denkt sich sofort, er ist tot. Und kaum, dass er eintaucht, geht aber eine Welle auf, wie diese Frau beschrieben hat, von der ich vorher erzählt habe, mit dem Gehirnschlag, dieselbe Nummer. Er ist komplett im Frieden, komplett, ja, wie es der Frau auch ergangen ist. Und er kommt wieder raus. Also er hat keine Todesangst, nichts, gar nichts. Und das war nur kurz und dann war er draußen. Und dann war er schon sauer, dass er wieder draußen war. Eben dachte er noch, er stirbt, weil es so cool war. Das war für ihn ein ganz fettes Erlebnis. Und natürlich war er waschelnass und alles ist, seine Ausrüstung war auch weg. Irgendjemand findet ihn von denen. Und das ist die Gegend der Rarámuri. Und die Rarámuri haben in der offiziellen Welt den Namen Tuahumara. Das sind die Leute, die bekannt sind dafür, dass sie ganz lange schnell laufen können. Irgendwelche Bücher gibt es da von den ganzen Laufleuten. So ein dickes, blaues, ich habe es einem geschenkt hier, der Langstreckenläufer ist. Also dieses Volk ist dafür bekannt, wie auch immer. Er landet da, das ist ein bisschen abgelegen, die ganze Gegend, sehr gebirgig. Es ist die Gegend mit der größten Vielfalt von
Diversität von Pflanzen in ganz Mexiko. Und die Leute, die, weiß ich nicht, seit ein paar tausend Jahren wohnen die da und behüten das. Und da trifft er auf einen Mann, Agustin Ramon, der damals schon an die 100 war und der ihn ein bisschen in die Lehre irgendwie nimmt, so kommt mir vor. Und er kann die Sprache nicht. Er ist aber berühmt geworden mit dem Trainieren der Pferde, weil er irgendwann herausgefunden hat, er kann mit denen telepathisch reden. Naja, das ist ja kein telepathisch reden. Das ist, du kriegst die Gedanken mit oder du kriegst die Gefühle mit. Ihr wisst, wovon ich rede. Und da ihm nichts anderes eingefallen ist, hat er angefangen, das so, wie er es mit den Pferden gemacht hat, mit dem Mann zu machen. Und hat er gesehen, das geht. Die haben sich da nur so unterhalten. Naja. Und er ist einer der Kämpfer und Befürworter, dass Indigenous Science überall reinkommt. Und er sagt, hey Leute, wenn du jetzt, also das ist wichtig und das ist für alle wichtig und es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten und das ist überhaupt nicht nur für Indianer oder so, was du dir da vorstellst, aber ich verstehe, wenn du da Bedenken hast und es ist gut, muss das nicht, pass ruhig auf, sei achtsam. Aber ich habe da ein Papier ausgearbeitet. The Indigenization Controversy. Und das sind, ich weiß nicht, das sind ein paar Seiten, 10, 12 Seiten, die habe ich ja auch dran gehängt. Die könnt ihr im Netz finden, wer sowas braucht, mal ganz interessant zu lesen. Weil eben es darum geht, dass wir zusammenarbeiten und dass wir uns auch davon halten sollen. Da gibt es jetzt noch eine ganz junge Frau, die ich entdeckt habe. Als ich sie entdeckt habe, war sie 26. Laila Chung. Sie hat auch einen Vortrag auf TED. I am a Dene Woman. Fälschlicherweise früher genannt Navajo. Das ist ja nicht der Name von denen, sondern den haben sie von uns gekriegt. Und die hat ein ganz tolles Lied, wie ich finde. Sie hat mehrere Lieder. Sie ist Sängerin. Eine Art, also ein Job von ihr ist Sängerin. Und ich habe euch das Lied drangehangen, auch könnt ihr anklicken. Aber was sie da sagt, da will ich noch kurz drauf eingehen. Indigenous people, shine your light. We are equal. Also, native Leute, zeigt euer Licht. Wir sind gleich. I remember the days when our prayers were illegal. Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Die gesamten Zeremonien, all das war verboten. Du bist in den Knast gegangen, wenn du eine Schwitzhütte gemacht hast oder sonst irgendetwas. Bis 1978, American Indian Religious Freedom Act unter der Carter-Regierung. Bis dahin war das strafbar. I remember the days when being Indian was lethal. Ich erinnere mich an die Tage, wo es tödlich war, Indianer zu sein. Yeah, we had a rough past, but get ready for the sequel. Ja, wir hatten eine wilde Vergangenheit, aber bereitet euch vor für die Fortsetzung. Get ready for the glorious comeback of our people. Macht euch bereit, dass wir auf eine gute Art und Weise wieder zurückkommen. Ich will jetzt nicht alles da vorlesen, aber nur ein paar Sachen, die da gerade gut passen. It's a war, but we have seen it all before, and we know we can change it. Es ist ein Krieg, aber wir haben das alles schon mal erlebt und wir wissen, wir können das ändern.
Because that's why are we born. Weil das der Grund ist, warum wir jetzt hier sind. We know that we are the ones that we have been waiting for. Wir wissen, dass wir die sind, auf die wir immer gewartet haben. We are the ones the grandmas been praying for. Wo unsere Großeltern, Großmütter dafür gebetet haben, dass die kommen. Jetzt sind wir da. They say that history is written by the victors. But how can they be a victor when the war is not over? Die sagen, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, aber wie können die das tun, wenn der Krieg noch gar nicht vorbei ist? The battle has only just begun. And the Creator is sending his very best warriors. Der Krieg hat gerade angefangen. Und der Schöpfer hat seine besten Krieger und Kriegerinnen geschickt. Herzlich willkommen in dieser Runde. And this time, it isn't just Indians versus Cowboys. Jetzt dreht sich nicht darum, Indianer gegen Cowboys. No, no. This time, it is all the beautiful races of humanity together on the same side. Es dreht sich darum, dass alle wunderschönen Rassen von Menschen zusammenkommen, jetzt alle auf derselben Seite. And we are fighting to replace our fear with love. Und wir kämpfen darum, unsere Angst zu ersetzen, zu Liebe. And this time, bullets and arrows and cannonballs won't save us. Und dieses Mal werden uns Geschosse und Pfeile und Kanonenkugeln nicht retten. The only weapon that will help us in this battle, die einzige Waffe, die uns helfen wird in diesem Kampf, are the weapons of truth, faith and compassion. Wahrheit, Glaube, Vertrauen und Leidenschaft. Ja. Sie hat ihren Doktor gemacht in Fairbanks University, Alaska. Und ihr Thema war, dass die indianischen Leute auf dem ganzen Kontinent Leute waren, die auf extremste Weise Gartenwirtschaft betrieben haben. Und sie sagte in ihrem Vortrag, wir sind nicht rumgelaufen und haben krampfhaft irgendwo ein paar Bären gesucht und mal einen Hirsch erlegt. Und sie, ihre Doktorarbeit kannst du auf irgendwo kriegen. Und sie hat auch noch andere Vorträge, wo sie das beschreibt, wie sehr die Bewohner dieses Kontinents dafür gesorgt haben, dass sie ein super Leben haben und dass alle, die um sie herum sind, auch ein super Leben haben. Und einer der Hauptwerkzeuge war Feuer. Sie haben mit Feuer das Unterholz klein gekriegt. Und durch hast du diese Galeriewälder gehabt, nach dem Feuer. Durch das Feuer gab es Nutrients im Boden. Dann gab es die neuen Gräser, das hat die ganzen grasfressenden Leute alle angezogen. Und sie sagt, nee, wir sind nicht andauernd den Büffeln nachgelaufen. Wir haben sie reingeholt. Und ich weiß von anderen Leuten, dass sie auch Zeremonien drauf hatten, wo sie die Büffel, dass es Leute gab, die das konnten, dass sie die Büffel gerufen haben, die dann reingekommen sind. So, das ist ihr Thema und das erklärt sie, da hat sie tolle Beispiele mit Meer und mit also ganz verschiedenen Gegenden. Und da will ich auch nochmal diese eine Sache erzählen, die irgendjemand schon angesprochen hat. Ich glaube, der Sebastian, ich weiß nicht mehr. Einer von diesen Vorträgen, wo sie die Hopis, die wohnen auf drei Hochebenen und das ist Sand und wieder Sand und wieder Sand und da wächst einfach nicht viel. Und die Weißen, die wundern sich, dass da überhaupt was wachsen kann. Und die Hopis sagen, es wächst deswegen, weil wir die Zeremonien machen. Und
die zwei Weißen, die das Buch schreiben, sagen dann, nach allem, was wir wissen, mit einer besseren Antwort können wir nicht kommen. Das wächst deswegen, weil sie diese Zeremonien machen. Und viele, die hier sitzen, wahrscheinlich haben auch eine Vorstellung, wie das geht und wie sie das machen. Und bei der, jetzt komme ich zum Ende, um bei der Leila nochmal anzuschließen, komme ich nochmal zum Oren Lyons zurück. Der war in ganz vielen Gremien. Den Oren haben sie eingeladen, der Schwab, der Deutsche, der das, die Davos-Nummer gegründet hat, das Weltwirtschaftsforum. Der Schwab hat ihn eingeladen, er soll zum Weltwirtschaftsforum kommen, um den ganzen Wirtschaftsführern was zu erzählen. Er hat erst ein bisschen gezögert, ist aber dann hin und er erzählt auch irgendwann irgendwo eine kleine Geschichte dazu. Er sagte, die sahen ganz normal aus. Ich habe nichts nach Schwefel gerochen, ich habe keine Hörner gesehen, keinen Schwanz, die waren irgendwie ganz normal. Und er hat sie auch gefragt, wieso sie so handeln, wie sie handeln. Ja, sie müssen das, weil sie müssen für die Aktionäre die Kinder rausholen. Und hast du Kinder, Enkelkinder? Ja, ich habe Enkelkinder. Ja, ich habe auch Enkelkinder. Und sagte, was hältst du denn davon, wenn du die nächste Entscheidung mal triffst, nicht als CEO, sondern als Großvater, würdest du dann dieselbe Entscheidung treffen? So. Naja, und sie fragen ihn dann irgendwann mal, hey Chief, es ist ja bekannt bei euch Leuten, Prophezeiungen, ihr wisst doch was über Prophezeiungen. Kannst du uns nicht eine Prophezeiung mitgeben? Du bist doch da gut da drin. Und er sagt, ja, das ist kein Problem. Ich kann euch eine super Prophezeiung mitgeben und ich bin ganz sicher, dass die echt ist und dass die wahr ist. Ja, was denn? Sagt, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hier treffen, wird sich nichts geändert haben. Wie auch immer, was ich sagen wollte, war, dass der halt überall auch bekannt ist und dabei ist. Und da sagt er, jetzt haben wir da ein Meeting gehabt und da und dort und wir waren in Tokio und in Rom und hin und her. Was kommen jetzt dabei raus? Und rausgekommen sind bei all diesen Meetings unsere Conclusion, vier Worte. Value change for survival. Value change for survival. Das Ändern deiner Werte, damit du überlebst. No value change. No survival. Und das, finde ich, passt so ein bisschen gerade zusammen zu dem Text von der Leila. Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Und zu der ganzen Idee, wir müssen alle zusammenhalten. Alle sind aufgefordert. Häng dich da rein. Lass dich nicht unterkriegen. Jeder auf seinem Platz. Find raus, was deine Dinge sind. Wonach du brennst. Mach, um Gottes Willen, nicht das nur, weil ich das mache oder hin und her. Ich sage oft, ich bin halt einer, ich habe es mit Federn und Fransen, aber das ist nicht, das muss ja nicht deine Nummer sein. Wenn deine Nummer ist mit Baströckchen oder mit großen roten